Servus Leute, willkommen zurück zu einem neuen TCG Opening. Heute ist ja Sonntag, ist es richtig geiles Schmuddelwetter. Also ideal, um drin zu hocken, ein paar Pokémon-Karten aufzumachen. Ich habe hier einen Kaffee neben mir stehen. Einfach einen richtig schönen, gemütlichen Nachmittag oder Vormittag in dem Sinne noch. Wir haben gerade 11.40 Uhr. Und wir haben heute pickepackevolles Programm, weil wir haben heute Boxen, Booster, Promos, Sticker, alles, also volles Programm. Wobei ich schnack gar nicht lang um heißen Brei rum. Ich zeige direkt, was wir heute aufmachen werden. Und zwar sind das zum einen die Glaciola Vista Spezialkollektion und auch noch eine Volipuppa Vista Spezialkollektion. Das sind also zwei Boxen, die, ja, weiß nicht, kamen vor so 2 Monaten oder so klapp raus. Die hatte ich jetzt hier die ganze Zeit bei mir noch auf dem Zimmerboden stehen liegen. Da habe ich gesagt, die müssen jetzt mal weg, da falle ich sonst noch drüber. Deswegen machen wir jetzt diese beiden Boxen auf, bestehen jeweils aus einer Glaciola und Volipuppa Vista Promokarte in klein und in groß und auch nochmal eine V in klein. Dann sind hier einmal Drachenwandel, zweimal Fusionsangriff und einmal Kampfstile drin. Und von diesen Sets habe ich auch noch Einzelbooster hier rumfliegen. Und zwar war das, glaube ich, noch aus den Celebrations Produkten. Habe ich noch einmal Drachenwandel, noch ein paar Mal Kampfstile. Und was ich mal gemacht hatte, war bei den Card Buddies diese Bulktauschaktion. Da habe ich mal, weiß nicht wie viel, also über 1000, keine Ahnung, wie viel es am Ende genau waren, habe ich halt eben Karten weggeschickt. Common-Karten, Uncommons, die ich halt echt 10, 11, 12 Mal habe. Da habe ich mal ein paar weggeschickt und habe dann gegen Fusionsangriff-Booster getauscht. Weil von Fusionsangriff habe ich auch noch gar nichts aufgemacht, was eigentlich schade ist, weil es auch ein ziemlich cooles Set ist mit Gengar und Mew und so weiter. Deswegen ja, habe ich gesagt, hier tauscht mir das mal bitte gegen ein paar Fusionsangriff-Booster. Das sind jetzt, Moment, ich muss gerade mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, also ist fast eine komplette Displayhälfte. Das heißt, mit denen, die hier drin sind, plus die, also ja, wir kommen wahrscheinlich wieder ungefähr so auf ein Display von der Boosteranzahl. Deswegen, wie gesagt, pickepackevolles Programm. Ich mache jetzt mal als erstes die beiden Boxen auf. Und dann gucken wir uns gleich nochmal die Setkarten an. Also die Karten, die hier in den Sets drin sein können. Moment, das ist, ja, das ist wieder so heftig verklebt. Mal gucken, ob ich das jetzt hier sauber aufbekomme. Nee, nicht wirklich. Also das ist hier die Kategorie Resealen unmöglich. Achso, apropos Resealen unmöglich, da können wir gleich auch mal ein bisschen drüber reden. Es gibt nämlich neue Designs von japanischen Pokémon-Displays. Aber erstmal sind wir jetzt hier bei den deutschen Boxen. Deswegen kümmern wir uns erstmal hier drum. So. Naja, ging doch fast gut. Also hier die beiden Promos nehme ich gleich raus. Erstmal hier die dicke. Die dicke Vista. Sehr schön, sehr schön. Ich mag die großen Karten. Viele finden die kacke, weil die sagen, nö, damit kann ich ja gar nichts anfangen, kann man nicht graden lassen, pipapo. Aber ich finde, wenn man die sich so in den Schrank stellt, da, die sieht man wenigstens von ein bisschen weiter weg, nicht wie die kleinen Karten. Die sleeve ich jetzt mal. Das ging, geht ja dank neuester Schnitttechnik ganz easy. Schnitttechnik und Schnipstechnik. So, wie gesagt, die große Karte ist getoploadet, die ist safe zum Verstauen. Und dann haben wir hier, wie gesagt, drin zweimal Fusionsangriff, einmal Drachenwandel und einmal Kampfstile. Dann noch den Vista-Marker und die Codekarte für die Box. In dem Fall behalte ich mir die jetzt mal, weil von der Box habe ich nur eine. Beziehungsweise, also ich habe noch eine für die Sealed-Kollektion, aber ich mache davon nur eine auf. Und da würde ich mir halt ganz gern dann die Promokarten doch auch im Online-TCG ja, behalten. Die Booster lege ich mal dahin, dass man sie noch sieht. Und dann schwupp, drehen wir die hier einmal rum. Die haben ja Gott sei Dank wieder die geilen Schiffchen hier, damit man die schön rausbekommt. Jetzt hole ich mir nochmal die Sleeves bei. Das habe ich vergessen. So, 2 Stück. Brauche ich dafür an der Zahl. Und dann gehen wir die Promokarten vollständig raus. Ich habe mir jetzt hier die Box ausgesucht, weil die tatsächlich hier das bessere Centering hatten. Also wie gesagt, das ist natürlich auch alles nicht optimal, gerade oben, unten, links, rechts. Aber wie gesagt, die andere Box, die ich dann für sealed habe, da war es noch schlechter.
Und weil ich mir dann eher halt hier die Karte irgendwo so in den Schrank stelle, ne? Zack. Ja, habe ich mir halt hier die jetzt mit dem besseren Zendring rausgesucht. Ist schade. Jetzt bei den neueren Sets haben sie ja wieder ganz gutes Zendring, wobei. Da hat mir jetzt ein Kumpel von mir ein Video geschickt von der Offcenter-Karte. Ja, die war geisteskrank Offset. Der vielleicht darf ich das Video einblenden, fragen mal. Digga, guck dir dieses Centering an. Hast du sowas schon mal gesehen? Und jetzt pass auf, was das Schlimmste daran ist. Willst du mich verarschen? Das ist das schlimmste Centering, was ich jemals gesehen habe. Hier sind jetzt auf jeden Fall die beiden Promokarten, Glaciola Vista und Glaciola V. Zusammen mit der großen sind das dann schon mal drei Promokarten aus dieser einen Box. Plus halt hier die Booster. Gerade Drachenwandel. Ich weiß nicht mehr, was jetzt ein Drachenwandel-Booster kostet, aber ich hatte es ja gesagt bei den Displays. Ich habe mir damals ein Drachenwandel-Display-Case gekauft, wo das Display umgerechnet irgendwie so 120 gekostet hat oder so. Mittlerweile bekommst du ein Drachenwandel-Display nicht mehr unter 240 Euro. Das heißt eigentlich mit dem Case, das, was ich quasi dafür bezahlt habe, das würde ich jetzt, wenn ich es verkaufe, doppelt wiederbekommen. Also geisteskrank, wie teuer Drachenwandel ist einfach. Aber ist ja auch ein geiles Set. So, die Box hier habe ich jetzt mal gerade off-center. Genau, off-center, nee, off-camera aufgemacht. Weil das immer ein bisschen beschissener geht bei den Boxen. So, auch hier wieder die gerade mal weg für den Moment. Die große Karte hier kommt wieder in Top-Loader. So, und da ist er. Zack. So schnell geht das hier. Ja, Volipova Vista, wie gesagt, schöne große Karte. Kann man sich irgendwo aufs Regal stellen, in den Schrank oder wo auch immer hin. Dann entnehmen wir auch hier die Booster. Wir haben jetzt zweimal Fusionsangriff mit Gengar, einmal Kampfstile und einmal Drachenwandel. Codekarte nehme ich mir wieder in dem Falle. Und der Vista-Marke kommt bei den anderen hier. So, dann ist damit fertig. Und dann bleibt uns zu guter Letzt noch hier die Schiffchen-Fraktion. Nehmen wir ganz flugs raus und entnehmen auch die Karten. So, haben wir einmal hier das Fulipurva Vista. Das ist jetzt sogar noch ein bisschen besser gesendet als das Glaciola eben. Das ist sogar eigentlich ziemlich gut vom Centering. Das hier fällt mir ganz gut. Und dann kommt die auch weg. Und dann machen wir noch die Fulipurva V fertig. So. Pappe weggeschmissen und dann kommt die noch in das Tütchen. So, und damit haben wir dann auch die Fulipova Vista und Fulipova V. So, das sind dann insgesamt die vier kleinen Promokarten hier plus halt eben die zwei großen. Und was haben wir hier an Booster-Ausbeute? Wir haben einmal Drachenwandel, das und so. Ne, wir haben also zweimal Drachenwandel, zweimal Kampfstile und viermal Fusion Strike. Das ist eigentlich ziemlich geil, gerade mit den Drachenwandel-Boostern. Das ist schon ziemlich fett. Ja, wie gesagt, ich hatte es ja eben gezeigt. Ich habe hier noch die anderen Booster hier. Ne? Die machen wir dann alle der Reihe nach auf. Also ich will jetzt die Sets nicht vermischen. Und apropos der Reihe nach und Sets, wir gucken jetzt erstmal, was wir überhaupt dann hier in den Sets theoretisch ziehen können. Wir sind ja gerade hier bei Lost Origin genau die McDonald's-Promos. Die kamen jetzt auch wieder raus hier. Wobei, ganz ehrlich, das sind alles halt wieder nur Reprints. Und ja, also da kaufe ich mir keine Booster von den McDonald's-Karten. Dann, genau, hier sind wir bei Fusionsangriff und bei Battle Styles. Das kam raus am 12. November 2021. Oh Gott, ist das Set, das ist auch schon wieder fast ein Jahr alt. Ach du Scheiße, wie die Zeit rennt. Okay, und Kampfstile kam raus im März 2021. Holy shit. Okay, naja, wir gucken mal rein, was die Sets so für Karten beinhalten. Wie gesagt, dadurch, dass wir keine ganzen Displays aufmachen und ja, gehe ich jetzt hier gar nicht so auf die einzelnen Karten drauf ein. Hier sind halt ein paar Wie und Wies da drin. Hier das Apfelvieh, Schlarapfel oder wie es heißt. Dann hier der Kronleuchter. Ja, okay. Dann gut, Inteleon ist ziemlich nice und Greninja als V ist auch ganz cool. Pikachu V, die Karte ist ganz cool. Aber hier Bolt und V und V-Max auch ganz nice. So, und jetzt kommen halt eben die Karten, worum es mir in den beiden Sets halt eben geht. Und zwar ist das einmal hier das Mew V, das finde ich ziemlich cool, und das Mew V-Max. Die beiden Karten sind halt eben Chase-Karten bei mich, für mich in Fusion Strike. Dann hier sowas wie Deoxys Holo finde ich halt auch ganz cool. Ist auch eine Holo, oder? Ich glaube, das ist eine Holo. Und dann hier hinten noch, also Lucario wäre halt noch ziemlich geil. Und dann jetzt hier Gengar V. Gengar V auf jeden Fall eine Chase-Karte, genauso wie das Gengar V Max.
Tyranitar, beziehungsweise Despotar V, auch ziemlich coole Karte. Aber ja, die richtigen Knaller, achso, hier Genesec nicht vergessen, Genesec V ist auch noch drin. Die richtigen Knaller sind halt aber mal wieder die alternativen Artworks. Und davon gibt es ja auch eine ganze Menge. Wir haben zum Beispiel hier erstmal drin Celebi V, alternatives Artwork. Die Karte ist so unfassbar schön. Gibt's gar nicht, würde ich unglaublich gern ziehen. Genauso wie hier Mew Full Art, auch ziemlich cool. Und dann hier alternativ, richtig geil. Mit dem Verbagel hier noch nebendrauf und so weiter. Und hier, komm, sag schon. Naja, ja, ihr seht's ja. Auf jeden Fall wieder mit so ganz vielen anderen Pokémon noch nebendrauf. Genesect, alternatives Artwork, wieder mit dem Verbagel hier nebendrauf. Richtig witzig. Was haben wir noch? Genau, die Secret Rares. Hier nochmal Mew als Rainbow, Mew VMAX, alternatives Artwork. Das sieht auch fett aus. Dann hier das Psyana VMAX, alternatives Artwork. Das ist eine Promokarte im Japanischen, die du nur ziehen kannst in dieser Eevee Heroes. Hier kommt, sag schon, Gym. Wie heißen diese Pokémon Center in Japan? Halt eben, ne? Da ist die als Promokarte drin. Das Ding geht mittlerweile auch für 600 Euro weg. Also extrem coole Karte. Und hier noch das Gengar alternatives Artwork. Wenn es laden würde. Nein, will gerade nicht. Gengar will nicht. Auf jeden Fall, ihr seht hier unten Gengar alternatives Artwork. Auch mega, mega fett. Dann haben wir hier noch ein Fluffy Shiny drin. Und ja, hier das Training Court oder so. Auch ganz coole Goldkarten. Aber halt eben die alternativen Artworks hier. Auch das Inteleon. Das sieht auch geil aus. Also die alternativen Artworks, die kicken richtig rein. Apropos kickt rein, Preise. Also das Psyana hier beispielsweise geht so für, ja gut, naja, wir gucken mal so Booster-Frischen hiermit, also so 170 Euro. Und das Mew, das geht so für, ja, paar 80 Euro. Gut, dann geht es schon wieder rapide runter hier. Das Gengar, ja, was heißt rapide, 110 Euro ungefähr. Also die Karten sind schon ziemlich, ziemlich teuer. Celebi alternativ. Das ist tatsächlich relativ günstig. Gut, es ist auch ja nur eine Full-Art-Karte. 40 Euro. Aber das Set kann schon einiges. Genau. Dann machen wir direkt noch Kampfstile fertig. Da haben wir zum Beispiel hier Victini V und V Max drin. Was haben wir noch drin? Tabu Koko, beziehungsweise im Deutschen heißen die ja anders. Die verwechsel ich aber immer. Ich glaube, das ist Kapuriki, oder? Ist das Kapuriki? Ich glaube schon. Dann haben wir hier noch Mimikma drin als V. Was haben wir hier noch? Genau, das Urshifu V, also mit dem Rapid Strike und Single Strike. Dann, was haben wir hier noch drin? Kampfstile ist gar nicht so ein geiles Set, finde ich. Deswegen, davon habe ich auch noch nichts. Also in Form von Booster-Displays oder sonst was gekauft. Alle Drachen, alle Kampfstile-Booster, die ich aufgemacht habe, waren halt eben immer aus so Boxen. Weil, ganz ehrlich gesagt, in dem Display oder in dem Set so ist eigentlich nur, ja, eine Karte, die ich wirklich richtig geil finde. Und das ist Tyranitar V, alternatives Artwork. Das sieht auch so geil aus. Das normale Tyranitar V würde ich natürlich auch nehmen, ne? Aber was halt hier wieder ganz interessant ist, dass normale Tyranitar V ist hier drin und dann das Full Art und das Alternative ist in dem Set drin. Das kommt halt eben wieder dadurch, dass die im Japanischen die Sets anders zusammenstellen als im Deutschen, beziehungsweise im Deutschen stellen die ja die Sets aus Japanischen zusammen und die haben sie halt irgendwie getrennt. Warum, weiß ich nicht, aber gut, ist halt eben so. Und dann gucken wir nochmal bei den Kampfstile-Karten nach den Preisen. Da ist halt eben ganz klar hier die Karte, die begehrteste für rund 50 Euro. Moment, das mache ich mal zu. Dann hier die Full Arts von Volauso, auch ja, ein bisschen billiger, 40 Euro. Dann haben wir hier noch Empoleon V, alternatives Artwork, die geht für rund 30 Euro. Ja. Also das Set nicht ganz so teuer, halt eben weil auch nicht ganz so geil. Aber gut, ja. Wir machen jetzt als erstes mal Drachenwandel auf, dann würde ich sagen Kampfstile und dann würde ich sagen Fusionsangriff. Und wir starten mit den Boostern aus der Box und machen dann die anderen auf, damit wir halt eben sehen, okay, was hätten wir theoretisch aus dieser Box gezogen. Den einen Drachenwandel-Booster, den ich noch übrig hatte, den ja, vermische ich jetzt mal damit, weil warum den einzeln aufmachen? Also die beiden hier waren jetzt manche aus der Box und den hatte ich noch so übrig, deswegen gucken wir erstmal, was Drachenwandel so gönnt. Drachenwandel, das Set habe ich jetzt nicht nochmal gezeigt, weil, ja, ich denke mal, die meisten von euch kennen Drachenwandel. Da halt eben die ganzen Evolutions, die Drachen
ja, das Set ist, denke ich mal, jedem so bekannt. Deswegen fangen wir an mit der Rettungsbox, die Aroma Lady, Nocturne, was durch den Regen haut, Hopfspross und Teddy Ursa, ein Capuno, ein Lil Minip, der gute Mac als Reverse ist das schon. Und dahinter ist der Boost Shake als Secret Rare. Wie krank ist das denn? Wie krank ist das denn? Moment, wo sind meine Sleeves? Alter, wir machen ein Random Pack Drachenwandel auf und ziehen das Secret Rare. Das glaube ich ja jetzt nicht. Das ist ja wild, Alter. Okay, Doki, Moment. Wie geil ist das denn? Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Der Boost Shake. Ja, da ist er. Der Boost Shake. So, was kann der denn? Durchsuche dein Deck nach einer Karte, die sich aus einem deiner Pokémon entwickelt und lege sie auf jedes Pokémon, um es zu entwickeln. Mische anschließend dein Deck. Du kannst diese Karte während deines ersten Zuges oder für dein Pokémon. Warte mal. Du kannst diese Karte während deines ersten Zuges oder für ein Pokémon, das in diesem Zug ins Spiel gebracht wurde, verwenden. Dein Zug endet. Okay. 229 von 203 Drachenwandel Set. Das ist nice. Und vor allem das Centering ist auch ziemlich gut, oder? Also irgendwie so links, rechts, oben, unten. Das Ding ist perfekt gesentert. Ja moin, let's go. Okay, hat links und rechts oben ein bisschen Whitening. Aber hey, scheiß drauf. Direkt einfach eine Secret Rare aus Drachenwandel im ersten Booster. Holy shit. Ja gut, also ich weiß nicht, wo der Booster jetzt her war. Ich meine, das war der, den ich noch einzeln hatte. Der dann aus irgendeinem Celebrations-Artikel gewesen sein muss eigentlich. Ups, der Code ist andersrum drin. Ja, aber so kann es weitergehen. Beziehungsweise, selbst wenn es so aufhört, dann war es schon ziemlich cool. Einfach eine Secret aus Drachenwandel. Okay, das Glückseis, vielleicht hat das ins Glück gebracht. Nochmal der Aero-Kex, nochmal Samurzel, Bummels, wie es ja in der Klippe chillt, Flabébé, Carnivane und Litumith. Ein Wohin genau, in Reverse, okidoki, und dahinter ist ein Trombok V. Okay, ja moin, wenn es so weitergeht, ist doch nice. Aus zwei Random Booster, eine Secret Rare und eine V, das nehme ich. So, und dann machen wir auch schon den letzten Drachenwandel Booster auf. Uns lacht da schon ein Traumato an. Vielleicht ist es ja ein Traum, was in diesem Booster drin ist. Erstmal vier Karten von hinten nach vorne. Haben wir eine Elektroenergie, ein Datignis mit, nee, war nur Schmutz, dann das Shopping Center, ein Lanturn, ein Traumato, ein Zuchokex, ein Barschwa, Nocturne, nochmal das Bummels, wie es an der Klippe chillt, oh, Brutalander Reverse, das nehme ich auch mit, das ist auch ziemlich geil, und dahinter ist Gyarados V, ach komm, Gyarados V-Max, willst du mich verarschen, Alter, wie geil war das denn? Digga, drei random Drachenwandel-Booster und wir ziehen eine V-Max, eine V und eine Secret Rare. Das ist wild. Das ist, glaube ich, die Definition von wild. Okay, also hätte mir jemand vor dem Opening hier gesagt, dass ich aus drei random Drachenwandel-Booster eine V-Max, eine V und eine Secret Rare ziehe, da hätte ich gesagt, nehme ich auf jeden Fall. Von daher, Drachenwandel hat schon mal gegönnt. Es kann jetzt halt leider eigentlich nur schlechter werden. Aber okay, wir gucken mal rein, was die beiden Kampfstile-Booster zu bieten haben. Das sind jetzt die beiden aus den beiden Boxen. Also hätten wir die Boxen so aufgemacht, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal eine V und eine V-Max gehabt. Der Kampfstile-Code ist auf jeden Fall auch für euch. Und dann schauen wir mal, ja, ob Kampfstile es Drachenwandel in irgendeiner Weise nachmachen kann. Fangen wir an hier mit einem Ultrigaria und einem wunderschönen Tragosso-Artwork. Das Zubat in diesem gestrickten Design, ja, ich mag diese Strick-Artworks nicht, aber das Habitat sieht wieder richtig geil aus. Die Mantis haben wir hier, Bronzong Reverse, was wieder geisteskrank Off-Center ist. Und dahinter ist ein Legios Non-Holo. Gut, das war schon mal nix. Mal gucken, ob der zweite mehr kann. Der zweite Booster. Da. Ein Code für euch. Vier von hinten nach vorne. Und let's go. Wir haben ein Schnurrgast. Den EP-Teiler. Nochmal Ultrigaria. Ein Hund Duster. Wie ist hier den. Was macht der denn? Der zieht hier den Fels an dem Seil. Okay. Nochmal Quabbel. Ein Salanga. Ein Charmian. Ein Floink. Ein Razov in Reverse mit fokussiertem Angriff und dahinter ist ein fokussierter Angriff Ulaozu V-Max. Okay,
nehme ich auf jeden Fall mit. Also ich weiß jetzt nicht, welche Box das von den beiden war, aber eine Box hat auf jeden Fall schon mal richtig hart gegönnt. Okay, und jetzt kommen dann halt eben die restlichen Kampfstile-Booster. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, woher die waren, aber die müssten eigentlich noch aus den Celebrations-Boxen sein. Von daher, schau mir mal, ob es was zu feiern gäbe, wenn wir die jetzt in Celebrations aufgemacht hätten. Ich finde es aber so ehrlich gesagt cooler. Einfach ein bisschen sammeln, bis mir dann eine gewisse Anzahl an Booster halt eben zusammen hat, um die dann hier in einem Video aufzumachen. Weil, erstmal hier Thermopod Reverse und Infernopod Non-Holo, aber oh, das Sendring, aua, aua, Bier und Wodka, aua. Weil irgendwie fühle ich es halt nicht so. Oh, warte mal, ich habe hier gerade zwei Karten weggezogen. Das war einmal Sterepoli und einmal der Energieaufbereitung. Weil irgendwie finde ich es halt nicht so geil, wenn man dann in dem Celebrations Opening noch die anderen Sets aufmacht. Da finde ich es halt eben cool, man spart diese Stand für ein Video auf. Ein Belektro hier Non-Holo. Apropos Celebrations, da weiß ich auch immer noch nicht, ob ich da nochmal was auf Deutsch aufmachen soll. Ich habe vor, um Weihnachten rum was Japanisches von Celebrations aufzumachen. Ich habe da noch so eine Golden Box. Erstmal das Galalamus hier in Reverse und dahinter ist Schlubleck. Ja, also um Weihnachten rum kommt dann wieder was vom japanischen Celebrations. Auch eine Golden Box wird da aufgehen, die mittlerweile auch sehr teuer geworden sind. Aber ich habe zwei davon. Eine ist geplant aufzumachen, deswegen mache ich auch eine auf. Und Flunkiefer Reverse und Kapuriki V-Max Rainbow. Holy shit. Also Celebrations hätte gegönnt. Mein Gott, wie krank ist das denn? Zwei Secret Rares hier schon in dem Opening. Kapuriki, V-Max und einfach der Boost Shake in Gold. Holy fuck. Okay, Moment, die gucken wir jetzt auch ein bisschen genauer an. Erstmal hier die Karten wegtun gerade. So, Kapuriki, V-Max, Rainbow. Der Autofokus kommt nicht auf das Geglitzer klar. Aber die ist schon geil. Die hat Struktur, die hat Glitzer. Selbst im Hintergrund seht ihr hier diese Dreiecke da. Oh Mann, das sieht so geil aus. Das ist einfach, ich liebe diese Rainbow-Karten. Also, alternatives Artwork sieht natürlich vom Artwork her geiler aus. Aber was auf dieser Karte halt an Effekten drauf ist, das ist so wild. Die Rainbow-Karten, die sind einfach saugeil. Ja, ne? Also, so kann es weitergehen. Ich hoffe nicht, wir verbraten jetzt hier das ganze Glück bei Kampfstile. Ich hätte dann lieber gleich bei Fusionsangriff noch ein bisschen was. Aber, ja, also wenn es jetzt hier noch so weitergeht, das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Dadurch, dass die ja dann aus verschiedenen Celebrations-Boxen sind, heißt das ja jetzt nicht wie bei einem Display die Secret Rares raus. Wir können jetzt theoretisch halt noch irgendwie eine Secret Rare ziehen oder auch noch zwei, keine Ahnung. Aber, ey, also damit bin ich erstmal schon sehr zufrieden. So, was macht hier das Remoraid? Das Remoraid, das baut hier so ein Stöckchenturm. Und da hinten das Octillery, also Octillery entwickelt sich ja aus Remoraid. Das baut da irgendwie den noch viel krasseren Turm. Okay, witziges Artwork. Flunkiefer haben wir hier erst nochmal. Cesurio in Reverse. Und, oh, Entei Holo. Das nehme ich natürlich auch mit. Die finde ich auch ganz nice. Entei Holo. Ich weiß gar nicht. Ne, das ist eine andere, gell? Die Entei Holo habe ich ja. Oder Entei Holo gibt es auch. Was war das nochmal für ein Set? Da habe ich die, glaube ich, im Japanischen schon gezogen, wo das so diese Kralle ins Artwork hält. Das muss doch eigentlich dann Drachenwandel gewesen sein, oder? Also, ich glaube schon. Na, weiß ich nicht. Egal, ist ja auch wurscht. So, wir tun jetzt erst mal hier vier von hinten nach vorne. Und fangen an mit einer Grashüpfer-Energie. Ein Knierfisch, ein Kramchef, Antonia, ein Klonkett, ein Moloch, ein Krebskorps, das Galar Fleckmon, ein Praktibalk, ein Voldi und dahinter ist ein Aqualip als Non-Holo. Apoqualip. Okay, vorletzter Booster von Drachenwandel. Ach, ich sag als Drachenwandel, ich meine Kampfstile, mein Gott. Eieiei. So, Spoink, ein Skorgler, ein Shinox, ein Hunduster, ein Gladiantri, so, ein Marithelit als Reverse und Elevoltec. So, letzter Booster von Kampfstile. Leider kein alternatives Despota bis jetzt. Und ganz ehrlich, ich gehe auch nicht davon aus, dass hier es noch eins drin sein wird. Aber egal. War auf jeden Fall schon mal ziemlich geil, was wir heute gezogen haben. Bis jetzt, wie gesagt, wir haben ja gleich noch Fusionsangriff. Nochmal das schöne Tragosso.
ein Morpeko in Reverse und Schloblack. Genau. Okay, das war es dann also gewesen hier von Kampfstile. Die beiden Karten haben wir gezogen. Eigentlich ganz geil. Immerhin eine VMAX und eine VMAX Rainbow. Also hätte auch schlimmer sein können. Von daher, ja, bin ich ganz zufrieden mit. Und dann gucken wir jetzt mal, was dann Fusionsangriff so gönnt. Jo, und zwar machen wir jetzt erstmal hier die vier Booster auf, die auch in den Boxen drin waren. Und dann haben wir, wie gesagt, hier nochmal die, was waren es jetzt eben, 11, 12 oder so von den anderen Boostern. Das heißt, jetzt kommen nochmal rund 15 bis, keine Ahnung, 20, wenn ich mich nicht verzählt habe, Booster von Fusionsangriff. Starten rein mit einer Codekarte, die natürlich für euch ist. Dann vier Kärtler von hinten nach vorne. Und jo, das sind tatsächlich jetzt die ersten Booster von Fusionsangriff, die ich auch aufmache. Also ich habe davon nichts off-cam oder sonst irgendwie aufgemacht. Das sind tatsächlich die ersten. Und was hier schon geil ist, das Mauzi-Artwork mit dem Flabagel, mit der Flabagel-Spur, Farbagel-Spur hier neben drauf, wo ja auch der andere Teil davon manch auch in Drachenwandel drin ist. Das ist immer schade, wenn die so Artworks, die eigentlich zusammengehören, trennen. Erstmal hier ein schönes Raupi in Reverse. Und dahinter ist ein Kramor als Non-Holo. Ziemlich düsteres Artwork, ein düsteres Pokémon. So, dann der nächste Booster aus der Box. Der Skatepark, ein Schlappohr, ein Moabble, ein Thermopod, ein Klavion, ein Vegimak. Oh, leider auch sauer auf sind die Karten hier. Ein Wolli, ein Pampam, ein Cuphills in Reverse und Impergator Holo. Nice. Das ist cool. Ich glaube, die habe ich auch schon im Japanischen dann irgendwo gezogen, oder? Auf jeden Fall kommt, also die kommt mir auf jeden Fall sehr, sehr bekannt vor. Muss ja dann im Japanischen gewesen sein. Woanders kann es ja gar nicht drin gewesen sein. Aber immerhin, Impergator Holo, sehr cool. Der nächste Booster, diesmal mit Gengar Artwork vorne drauf. Mal gucken, ob auch ein Gengar drin ist. Erstmal hier ein Voltoball, was auf LSD ist. Dann guckt Fanti. Nochmal ein Squawkler, hatten wir eben schon im Set. Schneckmack und Swaddock in Reverse. Und dahinter Skelabra V. Okay, immerhin eine Wii. Skelabra ist jetzt nicht das geilste Pokémon und gibt auch bessere Karten als eine Wii. Aber hey, immerhin, das war ja in so einer Box drin. Daraus eine Wii zu ziehen, ist schon cool. Und dann der letzte Booster aus der VMAX-Box. Oder aus einer der VMAX-Boxen. Aus welcher genau weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ist ja auch eigentlich wurscht. Also ich denke mal, so eine VMAX-Box, gut, wenn jetzt angenommen Fulipurba wäre jetzt dein absolutes Lieblings-Pokémon, dann kaufst du dir vielleicht nur so eine Fulipurba-Box, aber eigentlich kaufst du dir ja schon immer zwei, ne? Also nur eine, jetzt nur Fulipurba kaufen oder so, das macht ja keiner, er muss schon eigentlich beide haben für die Promokarten. So, Kangama Non-Holo und die kommt mir auch bekannt vor, die habe ich dann garantiert auch schon mal irgendwo im Japanischen gezogen. Jo, und damit hätten wir dann die beiden VMAX-Boxen durch. Hoppala, der Booster fällt ja schon beinahe auseinander hier. Deswegen gehen wir jetzt dann rein in die Booster, die ich aus dem Bulk-Tausch habe. Mal gucken, ob es eine gute Entscheidung war, die zu tauschen. Also ich meine, auf jeden Fall war es eine gute Entscheidung, weil mir sind hier die Kisten übergequollen mit den Einzelkarten drin. Und weil es halt eben eh nur Common Uncommons waren, habe ich gedacht, komm, fort damit. Die sind nichts. Oh, Evoli Reverse, leider Off-Center, aber coole Karte, Evoli Reverse. Und dann der ist Luxtra. Ich habe halt eben insbesondere viel aus der Sonne-Mond-Zeit weggeschickt, weil ich ja davon auch die meisten Booster aufgemacht habe. Ich habe mir ja die Master-Sets angelegt, das heißt, ich habe von jeder Kommen-Ankommen-Karte logischerweise eine behalten, um die in den Ordner einzusortieren. Und dann, glaube ich, habe ich noch von jeder Karte zwei zusätzlich behalten. Sodass ich insgesamt, oh, Olanga Holo, das ist nice. Ja, sodass ich also von jeder Karte, die ich zum Bulk-Tausch weggeschickt habe, immer noch mindestens drei hier habe. So, was ich mit den zwei mache, also eine habe ich ja wie gesagt im Ordner einsortiert, was ich mit den anderen zwei jemals machen werde, keine Ahnung. Aber immerhin, also ich habe nicht alle weggeschickt. Oh, Lucario V, das ist auch geil. Lucario ist ja auch ein geiles Pokémon. Von daher, die V nehme ich auf jeden Fall auch ganz gern mit. Wie es hier seine, was ist das, Aurasphäre auflädt, Kamehameha-mäßig, ganz nice. So, Lucario gibt ein Kodio.
Und ich war dran beim Burgtausch, genau. Zu der Zeit, wo ich den Burgtausch gemacht habe, da hatten die Card Buddies gerade angefangen damit. Also das war noch diese Experimentierphase, wo es eigentlich nur Kampfstile und schaurige Herrschaft zu tauschen gab. Oh, Kanimani, das sieht geil aus. Aber ich habe mal ganz lieb nachgefragt, ob ich auch Fusionsangriff bekommen kann. Und da haben sie mir tatsächlich in Fusionsangriff getauscht. Oh, Liberlovi. Okay, ist leider zwar auch komplett Off-Center, links, rechts. Aber ich glaube, wahrscheinlich mit den beiden Karten habe ich schon den Wert von dem, was ich quasi als Bulk weggeschickt habe, fast raus. Also ich weiß nicht, wie teuer die sind. Ich würde jetzt mal schätzen, jede so ein Euro oder was. Aber ja, das hatte ich wahrscheinlich jetzt schon rentiert. Wobei ich allerdings auch dazu sagen muss, ich habe jetzt nicht einfach geguckt, okay, was habe ich an Ankommen-Karten. Oh, was hat die Energie denn hier oben? Die ist da irgendwie ein bisschen kaputt, ne? Nicht richtig ausgestanzt. Okay, schade. Ja, die kann sie eigentlich, also was? Die kann sie eigentlich direkt in die Tonne treten, wenn die hier oben schon so kaputt ist. Ich habe so viel Energiekarten. Ja, kannst nichts mit anfangen. So, die kommt direkt neben in den Mülleimer. Schüpp. So, wo war ich dran gewesen? Genau. Nee, ich weiß es doch nicht mehr. Scheiße. Normalerweise zerreiße ich keine Karten, selbst wenn die halt eben kaputt sind. Aber zum Beispiel sowas wie Energiekarten, das wird halt auch beim Bulktausch nicht angenommen. Und allein durch die ganzen Top-Trainer-Boxen, ich habe so viele Energiekarten. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Deswegen, wenn eine dann sogar noch kaputt ist, dann kann man sie eh forttun. Dahinter ist Makamba. Oh, was ist das denn für ein Pokémon? Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Marakamba. Keine Ahnung. Also eine Pokémon-Karte würde ich nie zerreißen. Also eine Karte mit einem Pokémon drauf. Aber Energiekarten, ja komm. So, ach genau, ich war bei Bulktausch gewesen. Und zwar habe ich, wie gesagt, so und so viele Karten weggegeben. Oh, das ist cool. Riffex, hier einmal als Reverse und einmal als Holo. Das sind zwei Riffex Artworks drin. Jetzt haben wir beide hier direkt nebeneinander gezogen. Das ist witzig. Und zwar bei Karten, wo ich gesagt habe, die haben eventuell in Zukunft mal Preissteigerungspotenzial, wie zum Beispiel Pikachus oder Glumandas, Shiggys, generell Starter, die habe ich natürlich nicht weggegeben. Also was ich zum Beispiel Kanimani, würde ich nicht zum Bulktausch geben. Hasipor, weg damit, ja. Oder Kloptopus, weg. Moabel, Starter, wie gesagt, hätte ich jetzt behalten in dem Sinne. Oh, Gortrom wie. Okay, immerhin nochmal eine Wii-Karte. Also wir haben wahrscheinlich jetzt gerade die Display-Hälfte erwischt, wo die ganzen Wii-Karten drin sind. Aber immerhin schon mal drei Wii-Karten aus dem Bulktausch. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ja, weil gerade Starter oder so oder Pikachus, ne, das sind zwar Kommen-Karten, Ankommen-Karten, aber trotzdem haben die halt eben für mich dann durchaus doch einen Wert. Oder ich sag mal, ein Pikachu tauschst du nicht gegen einen Booster, wo du dann sowas wie ein Perlu drin hast oder ein gut Panzer Aeron ist ja ein schlechtes Beispiel, Araqua oder so, ne? Deswegen, das kann man dann schon mal traden, ein Donarion. Aber letztendlich ist halt eigentlich der Hauptgrund für so einen Bulktausch, dass du halt einfach wieder Platz bekommst. Weil wie gesagt, so 1000 Einzelkarten oder 10 Booster, ne? Da sind die 10 Booster halt eben deutlich platzsparender. Ein Legios hier. Und oh, Stami-Holo. Das ist auch cool. Sowas nehme ich auch mit. Deswegen, da geht es mir beim Burgtauschen dann gar nicht darum, irgendwie jetzt dann aus den Einzelkarten mehr Wert rauszuholen, indem ich jetzt hier irgendwie eine 50-Euro-Karte ziehe und die dann wieder verkaufe und dann habe ich Gewinn gemacht. Oh, Kanimani Reverse, das ist geil. Sondern insbesondere geht es mir halt darum, Platz im Schrank zu bekommen und für mehr oder weniger für lau. Booster. So, das ist jetzt der letzte Fusionsangriff-Booster, den ich aus diesem Bulktausch erhalten habe. Wir schauen mal, ob Last Pack Magic nochmal was gönnt. Die Käfersammler haben wir hier. Zickzacks, Minky, ein Scampisto, Fukano, Velursi, ein Zapplarang in Reverse und dahinter ist Belectro V-Max. Okay, es gönnt nochmal was. Leider auch hier wieder relativ schnell die Freude gedämpft durch das Centering. Die Karte ist nämlich links, rechts mal wieder komplett off. Ja, links ist eine gute 2 mm dicker als rechts. Aber okay, immerhin nochmal
Electro-V hier raufgezogen und damit haben wir quasi aus dem Bulktausch 3 V-Karten, eine V-Max, das ist schon okay. Okay, damit hat er leider ausgerechnet das Set, wo ich gehofft habe, dass es am meisten gönnt, nicht so reingegönnt, aber wir gucken mal, was wir heute gezogen haben. Und zwar sind das zum einen hier aus Fusionsangriff, das Skelabra, das Lucario, das Libello und das Gordrum als V. Dann noch ein Electro V-Max. Aus Kampfstile haben wir gezogen ein schönes Kaporigi V-Max und das Fliesenangriff oder Uso V-Max. Und aus den drei Drachenwandelboostern, da waren wir tatsächlich richtig glücklich. Und zwar aus drei Drachenwandelboostern haben wir den Boost Shake, Secret Rare, Gyarados V-Max und Trombork V. So, das haben wir also jetzt aus dem Opening heute rausgezogen. Insgesamt eigentlich eine ganz gute Ausbeute dafür, dass es halt eigentlich alles Random Booster waren. Von daher gerade mit den beiden Secret Rares hier kann man schon ganz zufrieden sein. Und wenn ich die Karten jetzt dann hier wegsortiert habe, das ist halt immer so ein bisschen der Nachteil, ne? Wenn du ein Set aufmachst, dann kannst du halt eben alles in dem Set wegsortieren. Jetzt habe ich hier drei Sets, muss die dann getrennt sortieren gleich. Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Aber gut, solange ich die jetzt nicht durcheinander würfel. Nee, du gehörst dazu und du kommst. Du kommst an. So, ne? Dann wie gesagt nochmal die Promokarten hier. Das hatte ich aber ja am Anfang vom Video schon gezeigt. Die dann noch dabei, plus die zwei großen. Von daher kann sich auf jeden Fall für heute sehen lassen. Was ich auch sehen lassen kann, ist ein schönes Sticker-Album und ein schöner Sticker-Booster. Und was ich jetzt auch am liebsten noch hier sehen würde, ist eine Schere. Die habe ich aber jetzt gerade nicht da. Okay, dann müssen wir es halt eben wieder Oldschool so aufmachen. Geht ja auch. Zwar nicht die feine Art, aber immerhin geht das auch. So, der Kleber nach ein paar 20 Jahren ist halt eben auch schon ein bisschen ausgelutscht. Da geht das ganz gut. Wir gucken mal, ob wir eine Prisma-Karte haben oder eine Gold. Wir haben eine Prisma und es ist Jesse und James. So, bei der bin ich mir jetzt auch gerade gar nicht sicher, ob wir die nicht schon haben oder ob die uns noch fehlt. Egal, wir gucken mal die anderen Karten durch oder Sticker. Wir haben hier ein Magma, ein Golem, ein Raichu, ein Clefable, dann ein Seal, ein Flareon, ein Moltres, ein Drowsy und ein Paras. Die bringe ich jetzt wie immer in Reihenfolge und dann gucken wir mal, ob wir hier von was einkleben können. So, dann fangen wir mal an mit Raichu und der Nummer 26. Das haben wir schon drin. Dann mal gucken, ob wir die 36 schon haben. 36 haben wir auch schon drin. Wie sieht es mit der 46 aus? Die haben wir auch schon drin. So, dann die 76, die haben wir auch schon drin. Die 86 haben wir auch schon drin. Wie sieht es mit der 96 aus? Die haben wir auch schon drin. Die 126, wenn ich mich da nicht vertue, haben wir die auch schon drin. Ja, die haben wir auch schon drin. So, und das Flamara haben wir auf jeden Fall. Moment, 136. Wo war ich denn eben? Hier 136, genau. Und 146, das Labrador haben wir auch schon drin. So, deswegen gucken wir jetzt mal Prisma Nummer 06. Ob wir den vielleicht einkleben können? Nee, den haben wir auch schon. Okay, damit war das mal wieder ein kompletter Sticker-Booster für die Tonne. Nee, nicht für die Tonne. Die kann man ja auch craden lassen. Vielleicht da steht man mal craden. Aber halt eben ein Sticker-Booster, mit dem wir mal wieder nichts anfangen konnten. So, ich habe jetzt hier neben mir einen ganzen Haufen Karten, den ich jetzt erstmal wegsortieren muss. Deswegen, wir sehen mal, was es nächste Woche gibt. Ich weiß noch nicht genau. Wahrscheinlich schon mal was von Pokémon und dann machen wir übernächste Woche die Classic Collection von Digimon. Nächste Woche wahrscheinlich wieder was Japanisches. Mal gucken. Wir hatten jetzt zweimal Deutsch hintereinander. Deswegen, ich suche mir was Schönes raus. Ihr dürft gespannt sein und dann hören wir uns dann einfach wieder. Bis dann, halt die Wurst, ciao.